Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 19. September. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Matthäus 21, Vers 10. Ja, das ist die große Frage. Wer ist der? Wenn wir diese Frage stellen, ertönt ein Stimmengewirr. Er war ein Mensch wie wir. Er ist der vorbildliche Mensch. Er ist mit seiner Demutslehre das Unglück des Abendlands. Er ist ein religiöses Genie, das die Vaterliebe Gottes entdeckt hat. Er ist das Urbild des wirklichen Menschen. Er ist. Da möchte man den Mut verlieren und Jesus aus seinem Leben streichen. Aber nun gibt es ein merkwürdiges und beunruhigendes Wort von ihm, das sich uns wie eine Schranke, wie ein Stoppschild in den Weg stellt, wenn wir uns von ihm abwenden wollen. Das ist aber das ewige Leben, das sieht dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, das Leben aus Gott, nach dem unsere Seele hungert. Das Leben, das kein Tod mehr töten kann. Das also hängt ab davon, ob wir eine Antwort finden auf die Frage, wer ist der? Es ist, als wenn aus dem Nebel vor uns ein Mann auftaucht, den man zuerst nur unklar erkennt. Auf einem lächerlichen Esel reitet er und ist doch mit Majestät umgeben. Immer besser taucht er aus dem Nebel auf. Jetzt sehen wir, dass er bleich und blutig ist, wie ein gerichteter Verbrecher. Und doch umstrahlt ihn himmlischer Glanz. Wer ist der? Es gab eine heilige Stunde, da Petrus ihn erkannte und sagte: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Deine Vernunft hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Herr, gib uns Licht. Es hängt so viel davon ab. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.